Ich wollte eine Rüstung für die ganze Welt erschaffen. Aber ich erschuf etwas Furchtbares. Künstliche Intelligenz. Marvels Superhelden-Sonderkommando zieht wieder in die Kinoschlacht. Avengers Age of Ultron knüpft an den bombastischen Vorgänger in puncto Spektakel an und lässt es wieder ordentlich krachen. Diesmal retten Iron Man, Captain America und Co. die Welt vor dem bösen Roboter Ultron. Was hat es mit den verrückten großen Augen auf sich? Durch die Augen kann ich meine Gefühle zum Ausdruck bringen. Die Augen sind das Fenster zur Seele. Da werden die Augen groß vor Verwunderung. Tim Burton ertränkt seine Künstlerbiografie Big Eyes im Kitsch. Dabei bietet die Geschichte der von ihrem Mann unterdrückten Malerin viel Potenzial. Am Ende liefert sie aber nur die Bühne für eine überdrehte Schurkenparodie von Christoph Waltz. Hallo. Hi. Ich bin noch nie jemand Neuem begegnet. Du? Niemandem wie dir. Ein Jüngling wird durch ein artifizielles Mädchen verwirrt. Regisseur Alex Garland lädt den Uralt-Horrorstoff mit künstlicher Intelligenz, Fachsimpelei und viel nackter Haut auf. So wird der Science-Fiction-Thriller Ex Machina zur wenig originellen Männerfantasie mit begrenztem Überraschungspotenzial. Machen wir das Einser dazu und jetzt machen wir die Orgel mit dazu. Wie ist das, zu laut? Nö, ne? Okay. Ja, meine Damen. Wollen wir mal die Teamfragen beantworten, schnell. Wer ist die Person hinter der Kultfigur Helge Schneider? Diese Frage kann auch die Dokumentation Mülheim, Texas nicht beantworten. Sie begnügt sich damit, den Meister mit Ausschnitten aus Filmen und Auftritten zu Wort kommen zu lassen. Für Helge-Fans ist das zweifelsohne unterhaltsam, mehr aber auch nicht.